so komplett mit rein. Unersetzbar und doch unterschätzt. Das Ehrenamt. Gut ausgebildet durch Übungen wie hier, retten die Freiwilligen im Notfall. Mehr als 80% der Menschen im Brand- und Katastrophenschutz in NRW arbeiten freiwillig. Einer von ihnen ist Sebastian Furt. Der 36-Jährige ist Polizist und Feuerwehrmann gleichzeitig. Für mich ist der Reiz, in herausfordernden Situationen agieren zu müssen. In vollem Bewusstsein, dass das nur mit Teamarbeit funktioniert. Und das macht auch das Ehrenamt aus. Natürlich in Gesichter zu schauen, wenn man jemandem helfen konnte. Die Dankbarkeit und die Anerkennung. Für Sebastian Furt ist die Feuerwehr aber vor allem ein Hobby. Der Tag hat nur 24 Stunden, egal für wen. Für Sie, für mich. Aber Ehrenamt ist natürlich sehr zeitintensiv. Aber wenn etwas Spaß macht, dann nimmt man sich auch die Zeit. Und deswegen geht's neben Lehrgängen einmal wöchentlich abends zur Feuerwehrübung. Diesmal stehen zwei Aufgaben an. Nummer eins, eine Puppe aus einem brennenden Raum retten. Das klappt auch bei minus 4 Grad. Freizeit dafür zu opfern, ist auch für Kollege Max Gilles selbstverständlich. Übungen sind für unseren Alltag halt wichtig, weil wir die ganze Zeit immer perfekt agieren müssen, und zwar auf Abruf. Egal ob mitten in der Nacht, egal ob am helllichten Tag, ob wir gerade aus dem Job heimkommen, was manchmal auch schwierig ist, aber es muss alles perfekt laufen, die Abläufe müssen sitzen. Und deswegen üben wir halt auch in der Eiseskälte und frieren uns hier gerade den Hintern ab. Also braucht es mehr Hitze. Die gibt's bei der zweiten Übung. Flammen in einem brennenden Container löschen. Auch das ist kein Problem. Die gut ausgebildeten Freiwilligen sind für die Feuerwehr unersetzlich. Denn die Zahl der ehrenamtlichen Einsatzkräfte ist hier laut NRW-Innenministerium so hoch wie nie. Trotzdem plagen einige Gruppen Nachwuchssorgen. Ich möchte für die Menschen da sein. Wenn jemand Hilfe braucht, soll auch Hilfe kommen. Wenn das keiner macht, dann ruft man halt irgendwann die 112 an und man geht leer aus. Besonders die Flutkatastrophe 2021 hat gezeigt, das Ehrenamt ist entscheidend für den Brand- und Katastrophenschutz. Rund 19.000 Stunden soll zum Beispiel die Feuerwehr Köln im Einsatz gewesen sein. 80% davon waren ehrenamtlich. Um diese wichtige Rolle ging es gestern auch bei einer Podiumsdiskussion der Konrad-Adenauer-Stiftung. Unter dem Motto, wir stärken unser Ehrenamt stärkt uns, wurde einen Tag nach der Übung in Köln diskutiert. Auch dabei Sebastian Furt und Innenminister Herbert Reul. Wichtig ist das Ehrenamt besonders für den Katastrophenschutz? Den könnten wir eigentlich schließen, wenn wir die Leute nicht hätten. Weil wenn Sie sich das anschauen, Feuerwehrleute, THW, Rotkreuz, Malteser, Johanniter, alle zusammen, die machen es eigentlich aus. Die wenigen, die da hauptamtlich sind, die braucht man, um es zu organisieren und zu bereiten. Aber die großen mehr, Zehntausende und mehr, sind ehrenamtlich. Und die sind in jeder Ecke, in jedem Dorf, in jeder Stadt. Umso wichtiger ist es, den vielen Einsatzkräften respektvoll zu begegnen. Aber immer öfter werden sie angegriffen. Die Silvesterrandalen 2022, wie hier in Hagen, oder der Angriff in Ratingen vergangenes Jahr, rücken das Problem in den Fokus. 2022 gab es in NRW mehr als 20.000 Straftaten gegen Polizisten. Dazu kommen 31 schwer verletzte Feuerwehrleute und 64 Rettungskräfte, so eine Umfrage des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Gegen diesen Trend will das Projekt Der Mensch dahinter ankämpfen. Mit Fotoausstellungen setzt sich Initiatorin Andrea Wommelsdorf ehrenamtlich für einen respektvolleren Umgang ein. Ich glaube, dass wir einfach uns mehr solidarisieren müssen und dass wir einfach mehr Respekt zeigen müssen, auch als Bevölkerung, und auch unsere Dankbarkeit mehr zum Ausdruck bringen. Und wir versuchen halt, indem wir die Blaulichtfamilie interviewen, die Geschichten, die die Menschen im Dienst erleben, nach außen zu projizieren. Das heißt, das Thema dann mehr in den Fokus der Öffentlichkeit zu bringen, sodass die Menschen einfach mal erfahren, was die in ihren Einsätzen eigentlich leisten und erleben. Angegriffen wurde Sebastian Furt noch nie. Trotzdem sagt er, dass er wachsamer sei als früher. Die Übung in Köln ist dieses Mal um 21 Uhr zu Ende. Bis zu 40 Mal pro Jahr fährt Sebastian Furt im Notfall raus. Auch das zeigt, das Ehrenamt ist für den Brand- und Katastrophenschutz unersetzbar. Was hält die Gesellschaft zusammen? Ja, das Ehrenamt hält auch die Gesellschaft zusammen, weil die gerade über diese Verbindlichkeiten, über Verpflichtungen, etwas für jemand anders zu tun, ohne damit direkt groß auf Seite 1 zu stehen, das hält auch unsere Gesellschaft zusammen.